Ich warne dich, ruf mich nie wieder an. Was sagst du dazu? Pamela Capwell ist nicht tot und sie wohnt hier in Santa Barbara. Sensationell, oder? Willkommen daheim, Gina. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Ich habe keine Ahnung, was du erwartest. Vielleicht, dass ich in Jubel ausbreche, aber irgendwie fällt mir das schwer, wenn du weißt, was ich meine. Verstehst du nicht? Sie ist hier in Santa Barbara. Na und? Bist du nicht aufgeregt? Gewissermaßen schon, aber ich fürchte, meine Aufregung hat ganz andere Ursachen, Schätzchen. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Kies, ich spreche über Pamela. Weiß, worüber du sprichst. Du machst dir etwas vor, Schatz. Absolut nicht. Ich kenne sogar ihre Adresse. Ach, hör doch auf, Liebling. Hier ist sie. Gut, dann will ich dir mal was erklären. Du fährst nach New York, weil sie da zum letzten Mal gesehen wurde. Du tauchst also da auf und fragst nach Pamela. Du stellst ein paar Fragen, zeigst ein paar Fotos, nur sagt keiner etwas, bis du anfängst, den Leuten Geld anzubieten. Daraufhin schicken sie dich weiter. Du zeigst wieder deine Fotos und fängst wieder an, Geld anzubieten. Und nachdem du $2000 ausgegeben hast, erfährst du schließlich, dass Pamela Capwell wieder hier in Santa Barbara ist. Worauf willst du hinaus? Man hat dich reingelegt, Gina. Das war ein ganz billiger Trick. Das ist doch Unsinn, Keith. Diese Adresse existiert wirklich. Die Adresse mag ja stimmen. Pamela Capwell wohnt nur nicht da. Wieso kommen die Leute auf Santa Barbara? Das kann doch kein Zufall sein. Weil sie dich loswerden wollten, Liebling. Wenn du hier bist, kannst du dich nicht bei ihnen beschweren. Das heißt, du glaubst, ich würde versagen, dass ich reingelegt worden bin und dass alles, was ich anfasse, schief geht? Nein, Schatz, das hat keiner gesagt und das weißt du. So etwas würde ich nie behaupten. Aber ich finde wirklich, du bist als Privatdetektivin ungeeignet. Du hast also beschlossen, dich da rauszuhalten. Du wirst mir also nicht helfen, oder? Nicht doch. Ich helfe dir. Warte mal, was tust du da? Ich bin dabei, dir zu helfen. Schöne Hilfe. Oh, Schatz, würdest du bitte aufhören, dir etwas vorzumachen? Ich mache mir nichts vor, Schatz. Ich weiß, dass Pamela Capwell hier in der Stadt ist. Und wenn du klug wärst, würdest du mir helfen. Schatz, ich kann dir ziemlich genau sagen, wo Pamela Capwell ist, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Sie liegt völlig abgemagert auf dem Grund des East River. Du kannst wieder laufen. Das ist ein Wunder, Baby. Oh mein Gott, wann ist das passiert? Als ich erfahren habe, dass du freigelassen wirst. Ist das wahr? Sie wollen mich freilassen? Ganz sicher? Sie wissen, wer Elena wirklich ermordet hat, Gus. Tatsächlich, wer war es? Hey! Was soll das? Machen Sie auf, Castillo. Sie dürfen jetzt nicht schlafen. Sie sollten wach bleiben. Und wissen Sie auch wieso? Weil es gefährlich ist, hier zu schlafen, Kumpel. Hör zu, Angel, ich wollte ohnehin mit dir reden. Weißt du, solange ich hier im Gefängnis bin, sollten wir beide versuchen, uns irgendwie zu arrangieren. Ich meine, die Sache mit Julio steckt mir noch in den Knochen. Er hat es nicht verdient. Na klar, das tut mir auch wirklich leid. Ich wusste nicht, dass sie etwas miteinander hatten. Wie tragisch. Nein, ich werde es dir mal erklären. Er war nur mein Freund. Jetzt hör mir mal zu, du Ratte, und hör gut zu. Ich sag's nicht zweimal. Wenn du denkst, dass du ungestraft davon kommst, dann hast du dich getäuscht. Du wirst dafür bezahlen, sehr teuer bezahlen. Das kann schon sein. Wissen Sie was? Das war Ihre Chance. Und zwar Ihre einzige Chance. Denn eine zweite gibt es hier nicht, Castillo. Sie hätten mich eben fertig machen können, aber Sie haben es nicht getan. Das nächste Mal werde ich Sie in der Mangel haben und dann sind Sie geliefert. Sie sind so gut wie tot, Cruz. Erledigt. Sisi, Brick will uns etwas sagen. Hallo, Brick, was gibt's? Ich komme gerade von der Polizeiakademie. Was Schlimmes ist geschehen. Ein Mann in Crews Zelle ist getötet worden. Oh mein Gott, ist Cruz etwas geschehen? Nein, es geht ihm soweit gut. Was meinen Sie mit soweit? Die Situation im Gefängnis scheint außer Kontrolle zu geraten. Keiner weiß, was da noch alles passiert. Ich finde, Sie sollten etwas unternehmen. Und was können wir unternehmen? Kannst du den Gouverneur anrufen? Das habe ich bereits getan. Er will sich da nicht einmischen, Sophia. Und Baines sagt auch, er kann nichts tun. Das kann ja sein. Nur irgendetwas muss jetzt unternommen werden. Sie müssen einen Weg finden, Cruz da rauszuholen. Ganz egal, wie Sie es machen. Denn ich fürchte, es bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Ist irgendwas mit Cruz? Nichts, Eden. Wirklich nichts. Eddie, es fiel doch eben gerade sein Name. Ja, Eden, du hast recht. Wir sprachen auch über Cruz. Ich habe Rick erzählt, was wir alles schon getan haben, um Cruz aus diesem Gefängnis zu holen. Du lügst, Daddy. Irgendetwas ist los. Ich kenne dich. Ich habe dich nicht belogen, Darling. Mit Cruz ist alles in Ordnung. Und warum seid ihr denn alle so aufgeregt? Dein Vater lügt nicht. Cruz geht's gut. Irgendetwas ist doch passiert. Ich will es wissen. Sagt es mir. Nein, es ist wirklich nichts geschehen. Ich wollte lediglich von Brick wissen, ob er irgendetwas Neues erfahren hat. Das war alles. Glaub mir. Daddy, ich bin kein Kind.
Also sag mir die Wahrheit, bitte. Das habe ich doch schon. Glaubst du mir etwa nicht? Nein. Und ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Ich werde schon damit fertig werden, oder traust du mir das nicht zu? Ja, natürlich traue ich dir das zu, Eden. Und wenn mit Cruz etwas sein sollte, wirst du es erfahren, das verspreche ich dir. Ricky, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Warte. Rick, du bist doch hergekommen, weil du irgendetwas über Cruz auf der Polizeiakademie erfahren hast. Ja, ein Mithäftling ist getötet worden. Eden, du musst jetzt nicht denken, dass... Sie hatten es auf Cruz abgesehen. Das wissen wir nicht. Und wie geht es ihm? Cruz ist nichts geschehen. Er war nicht in seiner Zelle, als es passierte. Weißt du, Cruz hat einen Freund, der letztes Jahr wegen Bestechung verurteilt worden ist. Und dieser Freund sagte mir, dass es für einen Polizisten dort die reinste Hölle ist, dass alle ihn fertig machen wollen. Cruz kann schon auf sich aufpassen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber wie lange kann er das, Daddy? Die Gefängnisverwaltung wird ihn inzwischen in eine sichere Zelle verlegt. Ich will zu ihm, und zwar so schnell wie möglich. Ich halte das für keine gute Idee, nicht jetzt. Es ist mir egal, was ihr davon haltet. Ich will ihn sehen. Wir werden ihn bald da rausholen. Ich verspreche es dir. Also, ich verstehe das alles nicht mehr. Was soll das? Erst hieß es, dass Cruz auf Kaution freikommt. Es ging nur um die Summe und nichts ist passiert. Ich habe nicht vor, hier rumzusitzen und abzuwarten. Ich will jetzt zu ihm. Aber das geht nicht. Wieso? Cruz hat uns gesagt, er will nicht, dass du ihn besuchst. Dann gehe ich ohne eure Erlaubnis. Eben, wenn du schon auf uns nicht hören willst, dann hör wenigstens auf Cruz. Versteht ihr denn nicht? Cruz hat Angst um mich. Deshalb soll ich nicht kommen. Ich werde zu ihm gehen und niemand von euch hält mich auf. Jake, der Arzt hat mir nicht verboten zu laufen. Aber er hat gesagt, du sollst dich nicht anstrengen. Hör zu, das ist sehr fürsorglich von dir. Aber so schwach bin ich nun wirklich nicht. Na gut, aber jetzt bist du in den Händen von Dr. Morton. Also okay? Dr. Morton. Also ich finde, das hört sich richtig gut an, ja, Jake. Ja, ich auch, Haley. Und wer weiß, in ein paar Jahren steht es vielleicht draußen an der Haustür. Mhm. Aber dann werden meine Patienten genau das machen, was ich will, sonst werde ich ungemütlich. Jake, die werden dich kratzen und beißen, wenn ihnen deine Anweisung nicht gefallen. Das werden wir ja sehen. Hey, vielleicht bin ich ja noch nicht stark genug zu kratzen, aber ich kann dich ja notfalls beißen. Oh. Weißt du, ich werde lieber gebissen als angemeckert. Oh. Jake, wenn du wüsstest, wie gern ich bei dir bin. Ja, ich bin auch froh, dass du wieder hier bist. Warte mal. Das ist doch eine andere Couch. Heißt das, du hast dir eine neue gekauft? Ich fand die alte ein bisschen zu unbequem für dich. Warte mal, es war doch nicht nötig, dass du meinetwegen eine neue Couch kaufst. Ich hab das Ding gekauft, weil ich endlich eine neue wollte, okay? Aha. Ich hab noch etwas Neues angeschafft. Was sagst du dazu? Was? Das ist unser Song. Weißt du, ich dachte, ein bisschen Musik könnte dir vielleicht helfen, schneller wieder gesund zu werden. Und das alles meinetwegen? Nun, ich wollte, dass du es hier gemütlich hast. Die Wohnung war ja ursprünglich nur eine Junggesellenbude und ich dachte mir, ich müsste, naja, ein paar Verbesserungen vornehmen. Ich weiß ja nicht, ob es dir auch gefällt, Haley, aber ich habe mir gedacht, vielleicht hilfst du mir ein bisschen. Denn schließlich werden wir zwei hier noch etwas länger wohnen, hoffentlich. Ich hoffe, dass du dich hier wohlfühlst. Du bist wirklich rührend, Jake. Weißt du das eigentlich? Ja, findest du? Sei vorsichtig, Liebling. Ich führe dich zum Essen aus und du landest auf dem Operationstisch. Hey, sag sowas nicht. Das war doch nicht deine Schuld. Ja, sicher. Aber ich fürchte, Haley, irgendwie fühle ich mich doch schuldig daran. Weißt du, das war so schrecklich, das werde ich niemals vergessen. Nein, Jake. Du warst es doch, der mir geholfen hat, das durchzustehen. Ich glaube, ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn es dich nicht gegeben hätte, würde ich jetzt nicht mehr leben. Das ist die Wahrheit. Weißt du, es gab Momente, wo ich fast dachte, vielleicht... Ach, Haley, lass es uns einfach vergessen, ja? Oh Mann. Was soll's, wir haben tolle Musik, eine neue Couch und neben mir sitzt die wunderschönste Frau, die ich je gesehen habe. Nein, Jake, ich finde, das stimmt wirklich nicht. Schön sehe ich im Moment leider nicht aus. Doch, das tust du, wirklich. Jetzt hör mir mal zu. Natürlich war das alles schlimm für uns und ich möchte auch nicht, dass sich das wiederholt. Das will niemand. Aber ich habe trotzdem viel durch diesen Vorfall gelernt. Was denn? Also, ich weiß ja, du willst nicht darüber reden, aber... Wenn man dem Tod so nah gewesen ist, bekommt man eine völlig neue Lebenseinstellung. Ich meine, alles, was ich früher für wichtig hielt, erscheint mir einfach trivial.
Denn im Grunde zählen nur die Menschen, die mich lieben. Meine Familie, meine Freunde, du. Nur darauf kommt es an. Also, mir ist es ganz ähnlich gegangen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Haley. Als ich auf den Ausgang der Operation wartete, da hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, was wirklich für mich zählt. Und eins ist mir ganz klar geworden, Haley, und zwar, dass es nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten ankommt. Also, ich will keinen teuren Sportwagen und auch kein dickes Konto. Was ich wirklich will, ist, dass wir zwei uns nie wieder trennen. Das ist das Wichtigste für mich. Ich habe nie an so etwas geglaubt. Aber jetzt weiß ich erst, wie es ist, jemanden wirklich zu lieben. Weißt du was, Keith? Was? Ich bin sicher, ich finde Pamela Capwell entweder mit oder ohne deine Hilfe. Wohl doch ohne. Das ist mal wieder typisch für dich. Oh ja, so bin ich. Weißt du, letzte Woche war alles Küsschen, Küsschen. Ich liebe dich, Gina. Und jetzt, da machst du nicht mal deinen kleinen Finger für mich krumm. Eine Tote wieder zum Leben zu erwecken, ist leider ein Ding der Unmöglichkeit, selbst für mich, Gina. Das verlangt doch niemand, es reicht, an ihrer Tür zu klingeln. Na klar, dann kommt die gute Fee raus und erfüllt dir drei Wünsche, ja? Zwei würden reichen. Und welche? Ich will Brandon wieder. Und ich will sehen, wie sich Cici und Sophia an die Gurgel gehen. Genau das wird nämlich passieren, wenn diese Pamela bei den Capwells aufkreuzt. Und ich dachte, du würdest die Capwells so hassen wie ich. Stimmt genau, Gina. Aber ein todsicherer Weg, die Capwells fertig zu machen, ist ein Schuldspruch für Cruz Castillo. Dieser Prozess ist wichtiger für mich, als Cicis Ex-Ehefrau hinterher zu rennen. Obwohl du weißt, was Brandon für mich bedeutet? Ach, ich bitte dich. Du weißt doch ganz genau, was ich davon halte, dass Cici so etwas mit dir macht. Aber ich fürchte, was du davor hast, Gina, das führt zu nichts. Wenn ich es schaffe, Pamela zu finden, dann habe ich sie in der Tasche. Weißt du, also hör jetzt zu. Kann es denn nicht sein, dass eine hysterische Schwangerschaft das Denkvermögen beeinträchtigt und das der Grund für deine fixe Idee ist? Das, was du da eben gesagt hast, ist geschmacklos. Entschuldige. Soll das etwa heißen, dass du mir vorwirfst, dass ich keine Kinder kriegen kann? Das ist doch nicht meine Schuld. Hase, es hat doch niemand gesagt, dass es deine Schuld sei. Ich verstehe gar nicht, wie du darauf kommst. Ich bitte dich. Ich meine, was soll denn diese Unterstellung? Andererseits hätte ich allerdings gern ein Kind gehabt, Gina. Und jetzt hast du mich. Wieso? Ich muss noch arbeiten, Gina, bitte. Ich verstehe. Unser Superstaatsanwalt ist scharf auf sein Bild in den Abendnachrichten. Du denkst nur an deine Karriere, gib's doch zu. Grundgütiger Vater. Würdest du bitte gehen, bevor wir uns hier noch streiten? Ich fürchte, wir streiten uns schon, Hase. Ich sag dir was. Du ruinierst die Capwells auf deine Weise und ich mach das auf meine Weise. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Ich sehe schon, du findest das sehr witzig. Lach nur weiter. Lach ruhig weiter. Du kannst Gift darauf nehmen. Ich werde sie schon finden, diese Pamela Capwell. Wenn du tief genug tauchst, Liebling, findest du vielleicht Pamelas Grabstein. Warten wir beide es ab. Genau, wir beide warten es ab, Schatz. Und jetzt bitte geh. Sicher, mit Vergnügen bin schon weg. Ich bin nur froh, dass du mir endlich freundlicherweise die Augen geöffnet hast. Du bist ein Schuft, Keith. Du kannst nichts dafür und deswegen wirst du es auch bleiben. Wiedersehen. Meg, ich muss ihn unbedingt. Ich kann nichts für dich tun. Du musst etwas tun. Hör zu, ich könnte. Nein, alles viel zu riskant. Das spielt keine Rolle. Ich muss ihn einfach sprechen und die Zeit wird knapp. Ich kann nichts tun. Es tut mir leid, Eden. Hör zu, wenn ich. Ich sehe nur einen einzigen Weg, dir zu helfen. Los. Du hast ja keine Ahnung. Nein. Wenn irgendetwas schief geht, feuern sie mich. Rick, willst du das? Ich würde dafür alles tun. Okay. Ich versuch's. Du schleißt mich rein. Nein, das werde ich nicht tun, Eden. Auf keinen Fall. Ich kann es gar nicht, selbst wenn ich es wollte. Und was hast du vor? Ich könnte irgendwie versuchen, Cruz in das Vernehmungszimmer zu bringen und da könntest du ihn dann sprechen. Meinst du, du bekommst ohne weiteres die Genehmigung, ihn aus seiner Zelle zu holen? Nein, aber um die werde ich auch gar nicht bitten, Eden. Ich werde eins von diesen speziellen Formularen organisieren, auf denen Gefangenenausführungen bewilligt werden. Nur, es ist schwierig, an die Dinger ranzukommen. Können Mason oder Julia dir dabei helfen? Nein, ich fürchte, die können da auch nichts machen. Die Dinger sind im Büro des Bezirksstaatsanwalts. Keith Timmons. So ist es. Und wie willst du an die Dinger rankommen, ohne dass man dich... Nun, ich krieg das schon hin. Glaub mir, ich finde einen Weg und er wird's wahrscheinlich nicht mal merken. Brick, wenn du wüsstest, wie dankbar ich dir bin. Das brauchst du nicht. Aber halt dich bereit, Eden. In ein paar Stunden werdet ihr beide euch sehen. Schön, dass Sie da sind. Dann können Sie Haley ein bisschen Gesellschaft leisten, während ich einkaufen kann. Na, Schatz, wie geht es dir denn? Ich bin müde, sonst geht's mir gut. Sag doch mal. Haley darf sich nicht anstrengen. Keine Sorge.
Okay, ist da noch etwas, was ich dir mitbringen soll? Es ist doch kein großer Aufwand, Eiscreme zu kaufen. Nein, das ist kein Aufwand. Und nach so einer Operation ist Eis genau richtig. Ich dachte, du wüsstest das. Oh, vergiss nicht die Schokoladensoße. Keine Angst. Du hast ja wirklich einen erstklassigen Service. Er verwöhnt mich schrecklich. Er ist eindeutig verliebt in dich und das ist doch wunderbar. Und außerdem gefällt es dir doch, oder? Ja, natürlich. Ich liebe ihn. Hat Jake dir einen neuen Antrag gemacht, Liebling? Ach, Gina, komm schon. Wir haben keine Eile und ich bin sehr zufrieden. Ich will dich überhaupt nicht dringen. Ich finde nur, ich bin so froh, dass du glücklich bist. Ich bin so froh, dass wir beide Glück gehabt haben. Ja. Und womit soll ich Glück gehabt haben? Mit Keith, Gina. Ich würde den Burschen nie heiraten, auch nicht, wenn er Millionär wäre. Nun, vielleicht dann schon. Aber er ist kein Millionär und er wird nie einer werden. Er hat seinen wahren Charakter gezeigt, nichts weiter. Er war immer so, Gina. Ich dachte, dir wäre inzwischen klar, was für ein Mann Timmons ist. Nein, nein. Er hat mir immer etwas vorgespielt. Er hat bloß so getan, als wäre er in mich verliebt gewesen. Ach komm schon, du machst dich nur verrückt. Nein, das tue ich nicht. Ich war nur blöd genug, um auf ihn hereinzufallen. Aber jetzt weiß ich wenigstens genau, das war ein Irrtum. Und ich werde nicht wieder auf ihn hereinfallen. Tut mir leid. Was denn nur, mein Liebling? Dass du jetzt so enttäuscht bist. Ich habe doch gesehen, wie sehr du an ihm gehangen hast. Ich weiß, du liebst Wer, ihn. Wer, ich? Diesen ja. Schuft? Ja. Nein, Keith ist nichts für mich, wirklich nicht. Ich habe in dieser Hinsicht kein Glück, wie es scheint. Dafür hast du einen Volltreffer gelandet. Es ist doch so, oder? Oder zweifelst du vielleicht daran? Nein, ich bin glücklich. Du hast mehr als nur Glück und allem. Ein Wunder ist es nicht. So wie du aussiehst, kannst du dir die Männer ja aussuchen. Ach, was soll das? Du verschwendest deine Zeit nicht mit Nieten wie... Also jedenfalls verdienst du einen Mann wie deinen Jake. Und wenn ich es recht bedenke, ist das ja nur fair. Ich verdiene wahrscheinlich einen Mann wie Keith. Nein, Gina, sag nicht so etwas. Das ist eine ganz normale Krise. Glaub mir doch. Es ist nicht normal, wenn aus einer Krise ein Dauerzustand geworden ist. Aber das trifft mich nicht mehr. Ja? Versuchst du mir das einzureden oder dir? Nein, Haley, ich glaube, dass es das Beste ist, diese Sache jetzt zu beenden, endgültig. Ich meine, schließlich bin ich nicht allein. Ich habe dich und ich habe auch noch Brandon. Gina, darfst du denn Brandon sehen? Nein, CC erlaubt es einfach nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, Brandon von diesem Schuft zurückzukriegen. Und jetzt sehe ich eine Chance. Und ich bin sicher, es funktioniert. Nein, ich wünsche nicht, dass irgendjemand anders davon erfährt. Sie werden das ganz alleine durchziehen müssen. Haben Sie das verstanden? Na bitte. Und es darf nichts schiefgehen. Na, das hat sich ja nicht sehr gut angehört. Was denn? Der Anruf. Das war etwas Geschäftliches. Schatz, ich bin nicht Eden, also verschweig mir nichts. Ich verschweige dir nichts. Kann ich hier nicht mal telefonieren, ohne dass du mich anschließend ausfragst? Entschuldige, ich wollte dich nicht anschreien, das tut mir leid. Ist ja schon gut. Ich dachte nur, vielleicht hast du jemanden gefunden, der uns helfen kann. Ich wüsste nicht, wen ich jetzt noch anrufen könnte. Niemand ist bereit, uns zu helfen. Sieh doch, Schatz. Irgendetwas geht dir doch an die Nieren. Ich wünschte, du würdest offen zu mir sein und nicht wieder etwas verheimlichen. Was soll das bedeuten? Ich kann mich an deinen Gesichtsausdruck erinnern, als du mit Evan Broadhurst telefoniert hast und er dir sagte, dass er einen gefährlichen Herzanfall hat. Und Evan ist dein Jahrgang, stimmt's? Ich weiß ziemlich genau, was da in dir vorging. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht, das ist alles. Ja, natürlich, Sissi, aber es war mehr als das. Dir kam zu Bewusstsein, dass du sterblich bist. Und ich glaube, das scheint dich zu irritieren, richtig? Sophia, ich weiß nicht, was du meinst. Liebling, ich sehe doch das Fitnessbuch im Schlafzimmer. Ist das denn so irritierend, was du in letzter Zeit im Spiegel siehst? So schlimm? Kann ich denn gar nichts tun, ohne dass du es gleich genau registrierst? Ich registriere das alles so genau aus einem Grund, und zwar, weil ich dich schrecklich liebe. Und Cici, ich weiß ganz genau, was ich sage, denn ich glaube, ich kenne niemanden, der männlicher ist als du. Ich liebe dich sehr, Sophia. Und ich glaube, eine Frau wie dich habe ich nicht verdient. Doch, Cici. Noch kannst du aus der Sache aussteigen. Auf keinen Fall. Wenn ich etwas tun kann, um Cruz zu helfen und zugleich Keith eins auszuwischen, dann mache ich mit. Keine Frage. Das habe ich erwartet. Los, rein jetzt und viel Danke. Glück. Und beeil dich.
Ja, hier ist das Sekretariat von Mr. Timmons. Nein, er ist leider nicht da, aber ich kann was ausrichten. Oh, Sie sind von der Santa Barbara Tribune. Wer lümmelt denn da auf meinem Tisch herum? Sind Sie nicht die Dame, die letztens die Misswahl in Santa Barbara gewonnen hat? Was tun Sie denn hier? Hallo, Keith. Wieso schreien Sie mich denn so an? Ich verstehe. Nein, ich verstehe doch nicht, denn das ist immer noch mein Name an der Tür und ich habe Sie als Sekretärin nicht eingestellt. Also sagen Sie mir doch bitte mal, was machen Sie hier? Sie wirken etwas nervös. Ja, ich bin wirklich ein wenig nervös. Ich nehme an, Sie sind ein wenig nervös, weil Sie nicht recht wissen, was Sie mir jetzt sagen sollen. Also, womit kann ich Ihnen behilflich sein? Sagen Sie es mir. Ich bin hierher gekommen, weil ich vorhatte... Was wollte ich noch sagen? Sie müssen nichts mehr sagen. Meine stürmischen Jugendtage liegen zwar schon ein bisschen zurück, aber das macht gar nichts fehl. Wirklich nicht. Ich habe nicht vergessen, wie der Hase läuft, respektive auf den Schreibtisch zu kriegen ist. Als Mann von Welt sieht man selbstverständlich das Jackett dabei aus. Das ist doch der Grund, warum Sie hier sind, oder etwa nicht? Sie sind hier, weil Brick Ihnen keinen so herrlichen Schreibtisch bieten kann, richtig? Sie sind hierher gekommen, weil Sie einen Mann brauchen und nicht etwa einen impotenten Zwerg. Weil Sie wollen, dass ich Sie glücklich mache. Und jetzt wollen wir uns beeilen. Ich habe noch andere Termine. Gehört die Rennerei für Sie zum Vorspiel? Kultus im Offizier sieht man nur sehr selten mal. Keith. Wieso sind Sie so scheu? Mögen Sie meinen Schreibtisch nicht? Dann gehen wir zwar eben zu Boden. Kommen Sie schon, mein Schatz. Nein. Was ist jetzt, Jane? Vielleicht hätte ich den Schreibtisch in die andere Ecke werfen sollen, aber ich hatte nicht genug Kraft dafür. Und wissen Sie was? Ich habe im Büro noch einen Schreibtisch. Den könnte ich dann in die Ecke werfen, die Sie mögen. Kommen Sie, wir gehen da rein. Wir versuchen es einfach mal. Nein, das ist nicht nötig. Nein? Nein. Ich kann ihn noch stehen lassen, den Schreibtisch, meine ich. Und dann nehmen Sie darauf Platz und... Wir spielen ein bisschen miteinander. Also, das könnte Ihnen wohl so passen, hm? Für wen halten Sie mich, Keith? Glauben Sie wirklich, dass ich darauf schaue? Nein, mit dem Stehen auch auf einem Schreibtisch soll es gehen. Nein, Keith. Wir sollten... Na, was lieber... denn? Sie da, der Staatsanwalt. Eden, mein Liebling. Ich bin sicher, dass du schon von den Ereignissen hier im Gefängnis gehört hast. Du kannst aber beruhigt sein. Mir ist nichts passiert. Ich bin zwar wütend und sehr traurig, aber sonst geht es mir gut. Ich habe gerade einen Brief an Julios Verlobte in Mexiko geschrieben. Julio hat seine Verlobte ebenso sehr vermisst, Darling, wie ich dich jetzt vermisse. Es ist schrecklich, Eden, dass wir uns im Moment nicht sehen dürfen. Aber daran lässt sich nun mal leider nichts ändern. Ich kann's kaum erwarten, dich wieder in meine Arme zu schließen, Eden. Den Klang deiner Stimme zu hören, zu fühlen, wie dein Herz klopft und dir sagen zu können, wie sehr ich dich liebe. Ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Ich denke fortwährend nur an dich, dein Cruz. Schreiben Sie schon an Ihrer Autobiografie, Cruz? Karl. Was wollen Sie denn hier? Ich dachte, vielleicht kann ich verhindern, dass man Sie aus dem Gefängnis tragen muss. Darf ich mir die Frage erlauben, was Sie hier tun, Mr. Wallace? Mich treffen. Wie? Wir zwei waren verabredet. Hier. Ah, ja. Wenn Sie mir nicht sagen, was los ist, rufe ich Captain Westfield an und Sie fliegen aus der Akademie. Ja, genau da hatten wir ursprünglich unsere Verabredung, aber als ich da war, schickten mich die Kollegen hierher. Ja, wir hatten heute früher Schluss. Richtig, und deshalb dachte ich, vielleicht ist der gleiche hergefahren und ich würde Brick hier treffen können. Aha. Wenn Sie mir hier weiter wirre Geschichten erzählen, dann fliegt Ihr Freund nicht nur achtkantig aus der Akademie, sondern es gibt auch noch ein saftiges Verfahren gegen ihn. Und weswegen, wenn ich wegen bitten Einbruchs. Darf. Einbruch? Was soll denn das für ein Einbruch gewesen sein? Schließlich stand Ihre Tür weit offen. Wenn Sie so ein Theater machen, dann gebe ich sie Ihnen einfach nicht. Was denn, Bricky, Schatz? Das. Ich meine, ich hatte vor, sie Ihnen persönlich auszuhändigen.
eine Einladung zur Neueröffnung von Johnnys. Ah, so, ja, ich bin und weil ich jetzt bei der Polizei bin, wird Lionel in Zukunft das Restaurant führen. Er hat sich eine fabelhafte neue Speisekarte ausgedacht, die vielleicht auch Ihren Geschmack trifft. Aber wenn Sie nicht kommen wollen, dann... Sie waren es doch, der seinerzeit sagte, ich will Sie nie wieder hier in diesen Räumen sehen. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass Sie es ernst meinten. Nun, etwas ist mir klar geworden, Keith. Was denn, Brick? Und zwar, dass nur Schwachköpfe nachtragend sind, finden Sie nicht? Hm? Ich weiß, was Sie meinen. Ja, schön. Ja. Also dann, schöner Schnips. Komm schon, Jack. Die Vorstellung war bescheiden, aber trotzdem lasse ich es mir schmecken. Hast du die Formulare? Ja, ja, ich habe sie hier. So, das hätten wir geschafft. Gott sei Dank. Überanstrengen Sie sich nicht, Cruz. Angst, das mache ich nicht. Das reicht. Na schön. Ich habe Ihnen noch ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, dass Sie nichts dagegen haben. Da sind ein paar Handtücher drin und was zu essen für Sie. Danke. Ich habe dafür gesorgt, dass Ihre Zahlen an Julios Verwandte Sie auch erreichen werden. Er hat wirklich Pech gehabt. Julio hat das nicht verdient. Ja, das finde ich auch, Cruz. Und wir müssen verhindern, dass Ihnen dasselbe zustößt. Ach so, der Brief an Eden. Hat sie ihn schon, Karl? Keine Sorge, sie kriegt ihn heute Abend. Gut, vielen Dank, Karl. Es war nicht einfach für mich, hierher zu kommen. Das verstößt etwas gegen die Dienstvorschrift. Hören Sie, Cruz, alle Ihre ehemaligen Kollegen wissen ganz genau, was hier gespielt wird. Und Sie alle wissen auch, dass Mr. Timmons vor nichts zurückschrecken wird, um eine Verurteilung zu erreichen. Tja, das scheint wohl so. Das alles muss Eden schrecklich zusetzen, nicht wahr? Und ich vermute, am schlimmsten für Sie ist, dass Sie sich beide nicht sehen dürfen. Ich weiß nicht, was ich täte, wenn man mich von meiner Frau trennen würde. Wir werden uns bald wiedersehen können, denn ich bin unschuldig. Ja, unschuldig, und ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird. Das Schlimmste ist, dass Eden sich furchtbare Sorgen macht, und das macht sie. Die Sorgen können Sie ja nicht nehmen, Cruz. Ich muss jetzt etwas wissen. Was würden Sie sagen, wie stehen die Chancen? Ihre Chancen? Glauben Sie etwa, dass ich ein Hellseher bin? Hören Sie, es nützt mir nichts, wenn Sie mir hier etwas vormachen. Wie sieht es aus? Okay, Cruz, wenn das, was sich die Kollegen so erzählen, der Wahrheit entspricht, dann sieht es schlecht aus. Aber auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Sie unschuldig sind. Timmons wird sich blamieren, richtig? Ja. Ja, Timmons wird sich blamieren. Oh, ich dachte, ich könnte es schaffen. Oh, Cruz, ich möchte so gerne in deine Arme laufen. Alles klar. Du meinst, ich kann ihn sprechen? Noch heute. Oh, Gott, toll! Das ist ja wahnsinnig. Wie kann ich dir nur danken? Sag einfach danke. Danke, 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 danke. Dank auch Jane. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen bin. Ich bitte Sie, ich habe Ihnen gerne geholfen. Es ist nicht nötig, dass Sie sich groß bedanken. Ich habe mir solche Sorgen um Cruz gemacht. Ich meine, schon bevor ich von diesem Drama erfuhr. Ich will ihn nur sprechen, nur ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Er soll spüren, dass er jetzt nicht allein gelassen wird. Er wird sich freuen, Eden. Ihr zwei gehört zusammen. Ich habe oft daran gezweifelt, aber mittlerweile glaube ich auch daran. Okay, wann kann ich zu ihm? Gegen 9. Oh Gott, dann muss ich ja gleich los. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wie ist es? Erkennen Sie sie wieder? Hören Sie auf, mich zu bedrängen. Ich finde, auf ein paar Sekunden sollte es Ihnen doch wohl nicht ankommen, oder? Gewiss nicht. Wissen Sie, ich bin jetzt schon ziemlich lange auf der Suche nach dieser Frau und ich kann es gar nicht erwarten, was Sie sagen werden. Sie sind so unruhig, das macht mich nervös. Ah ja, Entschuldigung. Ich fürchte, auf diesem Bild ist so gut wie nichts zu erkennen. Aber Sie haben diese Frau doch schon mal gesehen. Ja, sicher, ich habe sie schon mal gesehen, aber manchmal reicht bedauerlicherweise ein Foto nicht aus, um das Gehirn zu aktivieren. Verstehen Sie mich, meine Liebe?
Leider habe ich kein anderes. Nun, vielleicht könnte der Vergleich mit einem anderen Bild helfen. Ich denke da an ein Porträt von General Grant. General Grant? Oh. Verstehe. Zufällig habe ich ein Porträt des Generals hier. Sind Sie damit zufrieden? Nun, sie sieht nicht ganz so aus wie auf dem Foto, aber das ist dieselbe Frau. Großartig. Welches Apartment hat sie? Sie wohnt nicht mehr. Hören Sie, Sie müssen auf den General verzichten, wenn Sie jetzt nicht mehr erzählen. Wohin ist sie gezogen? Los, reden Sie. Ich weiß, wohin sie gezogen ist. Sie hat mir ihre neue Adresse verraten. Sie kriegen sie, wenn Sie das Ohr des Generals loslassen. Einverstanden? Ist diese Adresse auch korrekt? Natürlich, sie hat sie extra für mich notiert. Sie hat großen Wert darauf gelegt, dass ich sie weiß. Sie war etwas eigenartig, aber sonst ganz nett. Und was hat Ihnen an ihr so gefallen? Nun, sie gab mir eine brandneue 100-Dollar-Note zur Erinnerung. Deswegen fand ich sie dann doch sehr sympathisch. Ich bin sicher, dass wir uns bald wiedersehen, Eden. Ich liebe dich. Cruz. Du siehst ja so festlich aus. Hast du was Besonderes vor? Oh nein, nichts Besonderes. Ich fahre vielleicht nur kurz zum Orient Express. Vielleicht werde ich gebraucht. Du fährst ins Gefängnis zu Cruz, richtig? Brick hat es ermöglicht. Nein, Eden, das solltest du nicht tun. Das ist zu gefährlich. Mama, wenn Daddy im Gefängnis wäre, würdest du auch versuchen, ihn zu sehen. Du würdest genau dasselbe tun. Du würdest ihm zeigen, dass du für ihn da bist und dass du an ihn denkst. Und für ihn kämpfst. Verstehst du nicht? Soll ich dich fahren? Nein. Es ist nicht nötig. Trotzdem lasse ich dich ungern in dieses Gefängnis. Wir treffen uns woanders. Hör zu, es kann nichts passieren. Aber bitte, bitte sag nichts davon zu Daddy. Ist gut, ich bin zwar dagegen, aber du lässt mir keine Wahl. Hör zu, Schatz. Ich weiß, er kommt zu dir zurück. Und es wird alles gut. Ja, sicher. Viel Glück. Danke, Mom. Kommen Sie, Cruz, wir machen einen Spaziergang. Und wo gehen wir hin? Unser fleißiger Staatsanwalt Timmons will Ihnen heute noch ein paar Fragen stellen. Deshalb gehen wir zwei jetzt nach unten ins Verhörzimmer. Also, ich könnte mir einen schöneren Spaziergang vorstellen, aber was soll's. Gehen Sie aus dem Weg, Angel. Ja, gern, Sir. Dann wird es ja heute Nacht nichts werden. Da irrst du dich gewaltig, mein Freund. Ich konnte rechtzeitig erfahren, dass Castillo heute noch verhört wird. Und ich habe eine hübsche Überraschung für ihn. Jemanden von draußen, Angel? Das wird für alle eine Überraschung. In ein paar Minuten, da wird er draußen sein. Und sobald er draußen ist, ist er ein toter Mann. Hier ist der romantische Teil. Schalt sie aus. Schalt die Glotze aus, Jake. Wieso? Gefällt dir der Streifen nicht? Ich liebe ihn und du hast den Film schon 20 Mal gesehen und kennst jedes Wort. Und was spricht dagegen, ihn wiederzusehen? Dass du ihn auswendig kennst. Tun wir mal so, als wärst du der Held des Films und ich die Heldin. Nein, auf keinen Fall. Vergiss es. Komm schon. Nein. Du kennst doch jede einzelne Zeile. Wieso zierst du dich so? Das ist doch einfach albern. Dann will ich Ihnen ein Geständnis machen, Mr. Morton. Welches? Ich habe ganz einfach wie jede andere Frau auch eine romantische Ader. Schockiert dich das? Nein, finde ich gut. Na gut, dann sei so lieb. Bitte, du bist der Held und ich bin die Heldin. Sag einfach das zu mir, was er auch zu ihr sagt. Ich verspreche dir, ich fange nicht an zu kichern. Ich verspreche es dir. Okay, ich tu's. In Ordnung. Fertig? Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte, Jenny. Aber bevor ich in diesen Krieg ziehe, sollst du wissen, wie sehr ich dich liebe. Ja, ich liebe dich über alles in dieser Welt.
Und wenn ich auch falle, wird sie weiter existieren, unsere Liebe. Keine Waffen und keine Bomben werden sie je zerstören können. Ein schöner Text. Ja? Nun, so etwas lernt sich leicht auswendig. Ich hoffe, du verlangst kein Shakespeare von mir. Okay. Weißt du, irgendwie ist der Film traurig. Ich meine, die beiden lieben sich so sehr und dann zieht er in den Krieg und wird auch noch getötet. Das ist deprimierend. Ach, ist doch nur ein Film. Ich weiß. Nelly. Hey. Was ist denn jetzt los? Der Arzt hat doch gesagt, es ist alles in Ordnung. Was ist mit dir? Ich weiß nicht. Ach, Jake, es ist so wunderschön, dich neben mir zu spüren. Nur fällt mir immer wieder ein, dass es fast aus gewesen wäre. Aber es ist nicht aus. Du bist nicht gestorben, Haley. Du hast die Geschichte überlebt. Und das ist kein Film hier. Du wirst schon sehen. Wir werden beide steinalt. Ja? Denkst du? Ja. Das denke ich wirklich. Du wirst noch merken, wie sehr ich recht habe. Genug davon. Ja. Willst du noch etwas Popcorn oder soll ich die Glotze anmachen? Willst du sie denn wieder anmachen? Ja, aber hier wird ja gemacht, was du willst. Nun, dann hör zu. Am liebsten würde ich jetzt einschlafen. In deinen Armen, Jake. Das wäre schöner als jeder Film für mich. Okay. Entschuldigen Sie, Mrs. Capwell. Ja? Aber Rosa lässt anfragen, ob sie das Essen jetzt noch länger warm halten soll. Mein Mann sollte eigentlich bald hier sein. Sie kann das Essen wirklich warm halten. Nein, das ist nicht nötig. Sie und Rosa können die Küche aufräumen. Sie braucht nicht länger zu warten. Ich danke Ihnen vielmals. Schon groß. Hey Mann, was? Los, ihn nach, schnell! Stehen bleiben! Hallo? Sind Sie da? Darf ich reinkommen? Hallo? Ist jemand hier? Ich wusste es, Sie leben. Und ich habe Sie endlich gefunden. Sissi? Schatz, ist alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo hast du denn bloß gesteckt? Ich dachte, wir würden in aller Ruhe zusammen essen. Entschuldige bitte, das tut mir leid, das habe ich glatt vergessen. Also ich habe mit dem Essen gewartet, aber du... Warst du wegen Cruise unterwegs? Nein, es ging ums Geschäft. Ums Geschäft? Nur ums Geschäft? Das glaube ich dir nicht ganz. Gib es zu, es ging um Cruise. Ich sagte doch, es ging ums Geschäft. Bitte hör jetzt auf, mich auszufragen, ja? Du sagst mir nicht die Wahrheit. Ich will jetzt von dir wissen, was los ist. Nichts ist los, rein gar nichts. Und das soll ich dir glauben? Du weißt doch genau, was für Sorgen ich mir deinetwegen mache. Also erzähl mir nicht, das alles geht mich nichts an. Oh doch, es geht mich etwas an. Und du wirst mir jetzt sagen, was los ist. Ich habe wirklich keine Lust, jede kleine Information aus dir rauszuquetschen. Es ist wirklich nichts. Warum stellst du dich so an?
Zuerst dachte ich, es wäre Cruz. Dann, du bist in irgendeiner Krise. Aber inzwischen glaube ich, dass es etwas anderes ist. Du machst dir viel zu viel Sorgen, Sophia. Glaub mir, würdest du jetzt bitte damit aufhören? Nein, nein, so kannst du mich nicht abspeisen. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Also sag endlich, was passiert ist. Ich werde jetzt hochgehen und etwas anderes anziehen. Und ich werde diese Diskussion nicht fortsetzen. Nein, nein, Sissy, du gehst nicht einfach nach oben. Ich sehe doch, dass du mir etwas verheimlichst. Ich sehe dir doch genau an, wenn du lügst. Was geht hier vor, Sissy? Hast du vielleicht eine andere Frau? Cruz! Oh Gott! Ah! Cruz! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Keine Panik! Cruz! Und Eva! Er ist verletzt! Ist ja gut. Alles okay. Ist gut. Cruz! Cruz, nein! Nein!